Moment sind hier österreichische Kollegen mit den deutschen Kollegen von der Bundespolizei jeweils hier im Flughafenterminal eingesetzt und werden gemeinsam die Streifen hier im Rahmen der Luftsicherheit wahrnehmen. Die Luftsicherheitsstreifen sind ganz normal ausgestattet. Das bedeutet, dass also einer von der deutschen Bundespolizei die Maschinenpistole dabei hat und die Streifenkollegin ganz normal ausgestattet ist mit ihrer Pistole. Ja. Derzeit ist es so, dass wir 12-Stunden-Schichten haben und dann wieder eine entsprechende Zeit für Bereitschaft. Und das läuft so durch, solange die Einsatzanforderung dauert. Wir sollen hier im Anlassfall, sollte mehr Personal benötigt werden, eben werden wir sofort zusammengezogen, dass eben die Manpower am Flughafen Hamburg zusätzlich durch unsere Anwesenheit eben noch verstärkt wird.